Hier sind wir im Magic Life Sarigana Park. Hier seht ihr das von außen. Super schön. Hier sind die Tennisplätze. Das sind einfach Familienbungalows, die wir Junior Suite nennen. Die sind Suiten aufgebaut, aber ein bisschen größer. Aber schöner. Wir schauen einen Bungalow dann an, ja? Da haben wir gewohnt. Schön. War schön. Ja, das glaube ich. Ist halt ein bisschen, du musst halt wegen Fußmarsch. Hier haben wir ein Freizeitzimmer. Super schön mit Balkon und Meerblick. Hat Wasserkocher noch mit drauf. Hier einen kleinen Balkon, wo man dann auch ein bisschen rauchen kann. Einen grandiosen Ausblick hat man hier. Super schön. Oben sind die Spezialitätenrestaurants. Und unsere Mountainbike-Station. Wir sind natürlich gerade unterwegs, deswegen schauen wir. Ja, haben wir gesehen. Also jetzt hier ein normaler Bungalow, hat 25 Quadratmeter. Familienbungalow ist dann quasi super schön. Mit einem dritten Bett. Hier hat man Waschgelegenheit. Kann man da aufs Bett schauen. Ganz, ganz toll. Toilette. Und eine ganz tolle Toilette zur Dusche. Super schön gemacht. Ganz, ganz toll. So, mit Safe. Hier hat man dann Garderobe, Klimaanlage. Alles da, was man will. Hier ist eine schöne Kuschelecke. Traumhaft schön. Hier sehen wir den Plan, dass man alles schön sieht, was es auf dem Clubhotel alles gibt. Wir laufen jetzt Richtung Pool Area und Richtung Beach. Sind lauter solche schöne Treppchen, wo man herlaufen kann. Ist einfach schön gemütlich und alles ganz toll angelegt. Bloß man muss aufpassen, hier überall viele Treppen, Wege, wo man einfach aufpassen muss, wer hat Strecken. Ob zum Pool, zum Strand, überall hin hat man richtig tolle. Das ist der Ruhepool und das ist der Aktivpool. Ruhepool und der gehen dann zusammen. Genau. Das ist super schöne Brücke. Essen nennen sich selber, aber die Getränke werden von Servicemitarbeitern verwendet. Aber von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, ja. Damit die Gäste einfach nicht
vom Strand oder vom Pool extra hinaufgehen müssen, weil ich weiß, im Urlaub will man nicht so viel sich anstrengen. Deswegen einfach so kurz was rüberziehen oder ein Handtuch, Badetuch und einfach hier ganz gemütlich essen. Oder Sie können noch ganz oder vorbeikommen und sich was zum Trinken holen und auch wieder rausgehen. Wenn die Getränke abends aufsehen? Am Abend, wenn am Abend aufsehen geht. Ja, nur beim Frühstück werden Sie selber. Auf der rechten Seite seht ihr unser Amphitheater, wo wir so 4 Shows ungefähr in der Woche haben. Und hier unsere Party-Area, wo wir wirklich, wie Philipp auch schon gesagt hat, unsere Gala-Party haben. Letzte Woche hatten wir. Ja. Unser Strand, ganz schön. Hier hinterm Strand eben unsere grüne Wiese, Liegefläche. Sehr, sehr schön, wirklich auch angenehm. Es gibt tatsächlich mehr Gäste als die Einzelstation, die ich euch von oben gezeigt habe. Da fängt unser Strand gerade an. Wir haben Beachvolleyball, wir haben auch Beachfußball vorne am Strand. Und wir werden jetzt einfach vorne entlang, weil die natürlich einfach. Deswegen reserviert man hier auch mal. Hier haben wir die Beachbar, die ist direkt am Strand hier. Haben. Kann man schon sitzen. Und hier die Liegen, die sind kostenlos. Muss man halt schnell reservieren. Hier ist die Chill-Out Area. Hier gibt es ab 11.30 Uhr, hier direkt an der Beach, kann man dann essen, muss ich hier holen ab 11.30 Uhr. Super schön. Und die Parketts hier gibt es auch. Miau. Kitty? Ja, rufe mal miau. Ja. Der Mucki kennt ihn. Miau. Ja, Mimi. Hier ist ein kleiner Gang, wo es ganz ruhig ist. Hier sehe ich direkt unseren Relax-Garden, den gibt es auch erst seit dieser Saison. Das heißt, vorher war das einfach Grünfläche und sie haben das jetzt so Relax-Garden gemacht. Die älteren Leute liegen hier gerne am Nachmittag. Also da sieht man dann, dass die da sich ganz gerne hinverziehen, da wird es auch ein bisschen schattiger. Gerade in der Hochsommersaison war es tatsächlich so, dass da relativ viele Leute dann einfach sind. Die schönen Affenschaukeln. Hier ein bisschen ruhiger. Die liebe ich über alles. Und jetzt, wir haben gerade jemanden im Psychiatrischen, wir gehen da mal durch. Hier ist der Relax-Garten und der ist ab 16. Darf man erst ab 16 Jahre, darf man hier rein. Super schön, gemütlich. Und das jetzt nochmal auf Deutsch. Ein was? Was? Da scheitert's. Da scheitert's. Ein Jacaranda Mimosifolia. Aber schön. Und die laufen im Kinderclub rum. Und überall in der Anlage sind wir. Die männlichen und die weiblichen. Super schön. Schön überdacht. Gut mitgedacht, finde ich. Kleine Rusche. Und hier drüben ist dann auch wieder Spiel für unsere Kleinen. Immer die Wunderbar. Bis unten in der Halle, gegenüber von der Rezeption. Hier kann man die 24 Stunden geöffnet. Da kann man schön sitzen. Karten spielen. Hier sehen wir die Rezeption. Die Halle. Hier haben wir die Bar. Super toll eingerichtet. Ganz, ganz toll.
Hier sind wir im Spa. Laura hat das Personal. Da ist der Empfang. Ein Paradies in Paris. Schönes kleines Hallenbad. Ganz, ganz toll. Hier sehen wir gleich das Essen. Geburtsstation. Hier gibt es dann verschiedene Sachen. Super toll. Hier ist die Dachterrasse. Super, super schön. Hier sind lauter kleine Buchten. Auch da hinten ist wieder eine kleine Bucht. Schöner großer Pool und halt die Pinien, weil da haben sie Stollen eigentlich gar nicht. Und der Strand unten. Das ein oder andere, also meine Spinne, mein Skorpion oder so. Und die sorgen wirklich sehr, sehr gut dafür, dass es da einfach ruhig bleibt, dass die Gäste da saubere Bungalow-Bereiche haben. Genau. Was ich vielleicht noch ganz gerne ergänzen würde, ihr seht links den Steg. Da beginnt unser Strand. Das ist die linke motorisierte Wassersportstation. Und wo endet unser Strand? Auf der rechten Seite, das seht ihr mit den Fähnchen, das ist grün überdacht. Das ist unsere rechte Wassersportstation, wo wir nicht motorisierten Wassersport immer anbieten. Ich finde, das hat ganz gut auch aufgezählt. Ansonsten, wenn wir jetzt über diesen Wald, über dieses Waldstück noch das Gehirn hinweggehen, dann seht ihr schon die Schirme, da beginnt so ein Strandabfall. Der ist relativ großflächig, was auch ganz besonders bei uns ist. Wir liegen nicht sehr nah beieinander, wie ihr es zum Beispiel hier drüben rechts bei dem Hotel seht, sondern wir haben wahnsinnig viel Platz zwischen den Liegen. Also zwischen jeder Doppelliege eigentlich 2 Meter. Wir gehen dann später noch mal unten entlang, da könnt ihr euch wirklich auch ein Bild machen. Wir haben den Grünstreifen, wo die Leute auch gerne auf der Wiese liegen können. Also es ist wahnsinnig vielfältig, verschiedene Relax-Bereiche, wie den Secret Garden, der nur für Erwachsene ab 16 ist. Wir haben den Relax-Garten, wirklich, wo man einfach mal Ruhe hat, keine Musik, nicht am Activity-Pool irgendwas mitbekommt, weder am Strand irgendwie Aktivitäten sieht oder vom Wassersport was hört. Also wirklich sehr, sehr vielseitig, dieses Hotel auch. Gegenüber von uns sehen Sie das Baba Island, wird auch genannt Haseninsel, weil viele Hasenbewohner oben sind. Und nur so nebenbei, Sie haben sogar WLAN-Verbindung drüben auf der Insel, ob Sie es mir glauben oder nicht. Total ernst, wirklich. Wir sind gestern rumgeschippert mit dem Katamaran und haben es gesehen, das Wireless LAN. Genau. Schon Spaß. Am Abend. Also, Sonnenuntergang. Sonne, nicht so, ist klar, aber am Abend. Es ist unglaublich, man ist doppelt so glücklich, dreimal so glücklich als normal. Ja, es geht ja da hinten weiter dann noch. Überhaupt bei unseren hübschen Frauen noch mehr. Ah, so romantisch. Ja. Ja, ich komm, die Romantik auf. Ja, es soll nicht mehr. Der Mann ist so richtig so. Ja, ja. Passt alle. Willst du sowieso da hinten? Das sind die Spezialitätenrestaurants hier herum. Super schön, hat einen Blick. Der ist grandios. Hier auf der Insel drüber.